gerannt. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich muss sagen, die letzte Aufnahme ist schon ein kleines bisschen her. Wir sehen, da hinten bahnt sich wohl schon diese Kneipenschlägerei an, die wir inszenieren sollen. Wir haben ja letztes Mal die Quest hier von, wie hieß er nochmal, Vadim oder so, ja, dass wir dem Radio-DJ von Diamond City Radio, hier in so einer Schlägerei mal ein bisschen zur Seite stehen sollen. Aber die ganze Geschichte ist nur inszeniert, deswegen sollte eigentlich nichts passieren. Ich kann mich daran erinnern, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich diese Quest hier auch angenommen und hatte dummerweise eine Waffe in der Hand. Ja, und dann war diese Quest natürlich schnell vorbei, weil wir sollen die ganze Sache natürlich inszenieren und den Gegner hier nicht töten. So, wir mischen uns jetzt hier mal ein. Hey, Kumpel. Was sagst du jetzt? Ja, wir sind natürlich hier, um zu helfen, aber erstmal, ja, fragen wir mal, ob alles okay ist. Alles in Ordnung? Sieht es denn so aus? Denn es ist nicht alles in Ordnung. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Du machst schlechte Musik. Ja, wir müssen was tun, dann klar. Dann lass uns das in die Hand nehmen. Nein, ich, das könnte böse enden. Bei den Männern könnte das... Nun, es könnte zu Gewalt führen. Das lässt sich nicht immer vermeiden. Wir helfen Keine dir. Keine Sorge. Ich helfe dir. Naja, wenn du denkst, dass wir das schaffen... Wir stehen direkt hinter dir. Oh. Okay. Piper hat das gefallen. Das? Okay. Drink. Das reicht. Den besten Schnaps machen die Schwarzbrenner hier. War die Miese. Ich hab gesagt, es reicht. Lasst mich in Ruhe! Seht ihn euch an. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee, ich glaub nicht. Ich mein's ernst. Lasst mich in Ruhe! Klingt, als wolltest du mir drohen. Hast ist das so, Travis? Muss ich wolltest du mir drohen? Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Was willst du machen, kleiner Mann? Ich hau euch um! Großer Fehler, Travis. Jetzt mache ich dich und deinen Kumpel da platt. Ja, uns machst du ja schon mal überhaupt nicht platt. Ja, wieso geht ihr denn beide auf mich? Was ist denn mit euch falsch? Hallo? Alter! Wichser! So, komm her. Wir hauen dir... Boah, hat der den direkt schön umgehauen. So wollen wir das sehen. Bam, beide liegen auf dem Boden. Lass mich mal durch hier. Oh, Himmel! Ein Kiefer! Scheiße, Mann! Einfach scheiße! Das ist doch scheiße, Mann. Das ist nicht das, was wir vereinbart hatten. Hi. Ich werde wiederkommen. Hallo. Das ist noch nicht vorbei, hörst du? Okay, tja, wir haben die besiegt. Die haben ordentlich aufs Maul gekriegt. Und wir sprechen mal mit Travis. Travis. Wow, ich kann's nicht glauben. Wir haben's geschafft. Ja, wir sind richtige Helden. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich jetzt? Ich weiß nicht. Ich meine, wow, einfach nur, wow, ich hätte nie gedacht, dass ich zu sowas fähig bin. Das war irre. Wow, hey, ich danke. Das war echt Wahnsinn. Ich glaube, ich sollte mich jetzt vielleicht mal hinlegen. Solltest du vielleicht machen, ja, unser Freund hier hat jetzt einen kleinen Höhenflug bekommen. Ich weiß Wenn nicht, ob das hier wohnst, Blut sein soll. Wird wahrscheinlich Blut sein. Ja, wir haben die natürlich jetzt in die Flucht geschlagen. Die Herausforderung war natürlich auch ziemlich gering, aber so ist das nun mal. Wo ist Vadim? Denn wir haben ja schließlich geholfen. Vielleicht können wir ja noch eine kleine Belohnung Sag mir Bescheid, wenn du abzapfen. Ein Zimmer brauchst. Ansonsten ist die Bar da drüben. Abgreifen. Ja, ich brauche kein Zimmer. Ich brauche deinen Bruder eigentlich. Aber wieso steht der hier nicht mehr? Der steht sonst immer da. Hör einfach auf, okay? Kanntest du mal jemanden? Ja. Vadim. Was machen Sie? Vadim. Wohin bringen Sie sie? Ups. Hey, nicht so laut. Ups. Ups. Stellen wir natürlich ganz brav wieder hin hier.
Nein, stellen wir nicht wieder hin. Das Fallout-System lässt mich das nicht wieder hinstellen. Naja. Dann räumen wir es wenigstens zur Seite. Sei es drum. Und hier ist Vadim. Das lief doch gut. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Oh, verdammt. Da gibt's noch einen nächsten Teil. Naja, müssen wir noch mehr kämpfen? Es geht nicht wieder ums Kämpfen, oder? Nein, nein. Dieser Teil ist ganz einfach. Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Ja, das ist eine gute Idee, denn das Einzige, was einem Mann mehr Selbstbewusstsein geben kann als ein gewonnener Kampf, ist ein gewonnenes Herz. Also stimmen wir dem Ganzen zu. Ich könnte mal mit ihr reden. Ja, ich weiß. Deshalb habe ich dir auch davon erzählt. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Und wir beide haben uns nie darüber unterhalten, ja? Tja, haben wir verstanden. Klingt für uns erstmal nach einem guten Plan. Wir sollen Scarlett dazu überreden, mit Travis sich mit Travis zu treffen. Ja, jetzt ist natürlich nur die Frage, wo ist Scarlett? Das müssten wir jetzt natürlich mal rausfinden. Ich weiß gerade gar nicht, welche Mission wir hier haben. Sonderlieferung, sprich mit Jack Cabot. Das müssen wir auch noch machen. Aber erstmal kümmern wir uns um Selbstvertrauen. Überrede Scarlett. Okay, da müssen wir auch raus. Die hat also scheinbar schon Feierabend, die gute Scarlett. Denn gerade war sie noch da. Aber offensichtlich jetzt nicht mehr. Why I sold my mother. Was? Tales of a Junktown, Jerry Vendor, why I sold my mother. Warum habe ich meine Mutter verkauft? Ja. Das können wir nicht sagen. Warum er das getan hat? Gut, die beiden spielenden Kinder sind wie immer da. Ich glaube, wir müssen hier lang. Willst du mal was Lustiges machen? Lauf die Basis ab. Glaub mir, ist super. Lauf die Basis ab. Was ist die Basis? Oder die Basis? Ich weiß es ja nicht. So, wir sind hier an der Mauer. Der gute Maler ist nicht da, aber Scarlett ist da. Miss? Ich mach grad Pause. Ist was Persönliches. Kann ich dich was Persönliches fragen? Es geht um Travis. Travis? Wirklich? Hat er was über mich gesagt? Ich hab von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Ja, war er. Fändest du es schön? Fändest du es schön, wenn er dich erwähnt hätte? Ja, ich denke schon. Ich meine, ich habe schon mal ein Auge auf ihn geworfen. Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Doch, solltest du. Hey, Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch. Also rede doch ein... Oh, verdammt. Jetzt weiß ich nicht, ob die... Ich geh gleich zu ihm rüber. Danke.